Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Transfer Fever 2. Ja, letztes Mal haben wir hier an dieser Stelle ein Dreieck gebaut. Es war so doof. Ich habe angefangen, ihr erinnert euch, das von Hand zu bauen. Ich wollte es von Hand irgendwie selbst aufbauen und habe dann ewig lang rumgewerkelt und am Ende fiel mir auf, das ist ja eigentlich ein Dreieck hier. Ich hätte ja auch das vorgefertigte Dreieck nehmen können. Gut, dann haben wir das dahin gebaut und jetzt ist es da. Und ja, wir machen jetzt weiter mit der Autobahn. Noch passiert ja gar nichts. Die führt hier an Lippstadt vorbei. Ist also eigentlich eine Umgehungsstraße. Und wir machen das jetzt weiter. Eigentlich bis genau hierhin. Da muss ein Kreuz hin. Das kann was werden hier. Das kann was werden. Wir machen das am besten. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen was hier abreißen von dem, was hier gerade da ist. Wir werden diese Straße hier über das Kreuz leiten müssen. Und wir müssen irgendwie was machen, dass die Bahn auch da oben drüber führt. Ich denke, wir werden die Bahn... Oh Gott. Einiges los hier. Wir werden die Bahn, denke ich mal, als Brücke drüber führen, über das Kreuz. Die Straße wird dann, also die Autobahn wird dann weiter hier runterführen. Ja, und eben auch weiter hierhin. Aber das Spannendste wird jetzt eben hier dieses Kreuz werden. Was ist mit dem Zug los hier? Eduard, was ist mit dir? Warte auf freie Wege. Was ist los mit dir? Achso, da fährt der Engelbert. Was bist du für einer, Engelbert? Achso, das ist der, der nach Zürich hochfährt. Oh mein Gott, immer noch mit Dampf unterwegs. Unfassbar. Gut, okay, also wir werden jetzt hier... Stopp mal. Eigentlich... Doch, das passt. Eigentlich... Ich überlege gerade, wir haben jetzt zwei Wege. Wir wollen weiterhin eine Straße hier rüber haben. Und wir wollen eben die Straße hier rüber haben. Und wir wollen die Straße hier rüber haben. Also, eigentlich wäre es mir eine Gabelung, die wir brauchen. Einen Weg nach links, einer geradeaus, einer nach da oben. Eigentlich eher so ein Dreizack eher als eine Kreuzung. Aber gut. Genau hierhin müsste es eigentlich. Oh Gott, das ist... Das wird riesig, liebe Leute. Boah, das Ding dann hier. Da. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ach, gar nicht so groß, wie ich dachte. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Okay, ich würde sagen, wir machen das... Ja, eigentlich wäre es hier genau richtig. Vielleicht so? So wäre es richtig ausgerichtet. Also so gut es geht, eben ausgerichtet. Ist halt genau da, wo auch die Züge sich treffen. Das ist echt vielleicht etwas problematisch. Aber gut, dann haben wir wenigstens heute was zu bauen. Ich freue mich. Wir reißen hier einfach mal alles ab. Oh mein Gott. Gut. So, ich habe mal hier alles abgerissen und jetzt gucken wir, wie wir das Kreuz dahin packen können. Oh mein Gott. Habe ich mir das wirklich... Nee, das habe ich mir anders überlegt. So? Nee. Ach Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht auch hier hin. Je weiter wir das da oben machen, desto besser, glaube ich. Desto schwieriger da oben hier am Bahnhof. Okay, ja. Also, dann schauen wir nochmal. Ja, es sollte wirklich so weit wie möglich hier oben sein. Aber das macht's für den Zug da unten, also da oben am Bahnhof, nicht einfacher. Ich glaube, das wird schwierig, den da drüber zu führen. Aber vielleicht kriegen wir ihn drunter durch. Aber das will ich eigentlich nicht. Oder? Und wenn wir das Kreuz ein bisschen runterpacken... Dass der Zug da vielleicht oben drüber kommen kann. Das könnten wir vielleicht machen. Ich bin nicht wahnsinnig glücklich mit der Lösung. Wir setzen es jetzt weit vor. Gucken, was passiert. Also, ja, jetzt sind wir halt relativ weit unten. Wir gucken mal, was passiert. So, ich habe jetzt jede Menge Züge irgendwie zur Seite gedrängt. Die haben auch teilweise das Gleis gewechselt, auszusehen. Das war nicht gewollt. Aber gut, wir gucken mal. Also, da waren wir jetzt drüber. Oh mein Gott. Aber der Vorteil ist, dass wir hier unsere Kreuzung, unsere Zugkreuzung hier, unsere Gabelung neben der Autobahn haben.
Wir müssen eben hier nur drüber kommen. Und das machen wir, glaube ich, als erstes, weil das schwieriger ist, als die Straßen zu überlegen. Ah, da geht ja gar nichts. Ja, da kommen wir nicht wirklich rüber. Kollision. Ja, also das ist nicht machbar. Das geht nicht. Und das, obwohl ich das Kreuz schon ein bisschen tiefer gelegt habe. Das ist sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Wir können höchstens das Kreuz in die Höhe heben und dann gucken, ob wir den Zug eben unten drunter durchführen können. Ich hoffe, ich habe jetzt hier wenigstens keine Denkfehler und am Ende fällt mir auf, das alles geht überhaupt nicht. Also, Kreuz nach oben. Irgendwie so, vielleicht. Yeah, schön ist was anderes. Das sehe ich ein. Aber das kriegen wir hinterher noch hin. Hauptsache, wir kriegen den Zug da irgendwie durch. Hier los. Das wird nicht besser. Will er nicht. Ha. Irgendwie mag er hier was nicht. Na gut, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin, denke ich mal. Ja, irgendwie wird das. Gut, also, ja. Schauen wir mal, ob wir jetzt da drunter durchkommen. Ich greife hier ganz schön heftig in die Landschaft ein, Mensch. Also, zack, wir haben ein guter Zug. Aha. Aha, liebe Leute, das ist doch was. Das sieht doch ganz nach was aus. Okay, ja gut. Das ist schon mal relativ glücklich geworden. Gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht fangen wir lieber hier an. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also das, damit bin ich zufrieden, damit können wir leben. Ja, so guckt, dass er das da noch drauf bekommt. Das scheint auch zu klappen. Das scheint zu klappen. Ich kann mein Glück kaum fassen hier. Oh, ist ja der Wahnsinn. Okay, ausgezeichnet, sehr schön. Ich freue mich. Ich hoffe, da drin passt auch alles soweit. Okay. Ja, dann fehlt noch die Verbindung hier rüber. Interessanterweise ist hier das Kreuz gar nicht höher. Das heißt, wir haben hier genau das gleiche Problem. Wir müssen den Zug irgendwie oben drüber oder drunter durchpacken. Ich würde sagen, da werden wir die Landschaft ein bisschen anpassen wollen. Wir werden ihn ein bisschen absenken, denke ich. Komm, sag mal her, Landschaft, was ist los mit dir? Da sind wir aber tief unten. So, der Zug fährt hier unten lang. Die Autobahn kommt da oben. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich denke, wir bauen mal kurz ein Stückchen Autobahn drauf. Aber kommt mir nicht so, ja? So, jetzt haben wir da einen Damm. Und vielleicht kriegen wir den Zug da unten drunter durch. Sag bloß, hört, hört. Ah! Hör auf! So doch nicht! Das macht er nicht. Ist nicht hoch genug. Oh, in Gottes Namen, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt er wieder so, sowas Ärgerliches. Wir kriegen den weder drüber noch drunter durch.
Ich glaube, ich habe an der Ecke schon mal ein bisschen rumgemacht hier bei dieser Kreuzung. Es war nicht so ganz einfach, das hinzubekommen. Gut, ich lenke mich hier kurz ab. Wir machen kurz hier diese Autobahn fertig hier rüber. Was? Brücke? Warum denn? Ach so, klar, er macht jetzt hier eine Brücke, weil. Dass er hier diese. Ich habe hier das Kreuz höher gesetzt. Ist klar, gut. Von mir aus, soll erlaubt sein. Sieht ja auch ganz nett aus. Okay. Ja, aber was war jetzt hier an dieser Stelle? Der Zug muss irgendwie da hinkommen. Ah. Ja, das war noch ein bisschen mehr so. Vielleicht könnten wir auch die Schiene ein bisschen weiter runtersetzen. Das war ein Mist. Okay, oh Gott, was hast du gemacht hier? Okay, ja, wir gehen noch ein bisschen runter. Nicht so viel. Das wird sonst nichts. Shit. So, na gut. Keine Ahnung, ob das klappt hier mit den Schienen. So, macht das wieder nicht. Nein, keine Brücke. Du sollst. Ach du Schande. Du sollst nach unten. So. Weiter runter geht dich. Das wäre jetzt die Zielhöhe, die wir brauchen hier. Um die Erde anzuheben. Weil hier ist eigentlich keine Brücke hin, natürlich. Die Bahn soll einfach ein bisschen tiefer verlaufen. Ja, müssen sie ja leider noch ein bisschen anheben anscheinend. Oh mein Gott, das wird kompliziert, liebe Leute. Ich weiß nicht, wie man das besser machen kann. Kannst du einfach so versuchen, vielleicht reicht es so. Bin ich wahrscheinlich wieder genauso hoch wie vorhin. Aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen ein bisschen runter noch. Halt so, dass da gerade keine Brücke ist. So, wir können es ja so versuchen. Ich weiß, das würde bestimmt einfacher gehen. Ich habe jetzt hier wieder mega die falschen Vorstellungen vielleicht. Aha. Okay, so ist gut. Da haben wir keine Brücke, so wollen wir es haben. Und jetzt ist so die Frage, ob wir da jetzt unter der Autobahn durchkommen. Das versuchen wir vielleicht mal zuerst. Ich glaube, es geht nicht. Es geht! Nein, es geht. Ich glaube es ja nicht. Ich bin vom Glück geküsst. Hammer. So, es würde theoretisch gehen. Ja. Okay, wir müssen natürlich Kompromisse eingehen und so, aber. Aber es scheint zu gehen. Wie sieht es hier aus? Nicht ganz perfekt. Wir haben hier eine Steigung, die die Weiche hier ein bisschen komisch aussehen lässt, aber da gucken wir einfach nicht hin. Ich bin froh, dass es so klappt. Es sieht gut aus, würde ich sagen. Ausreichend gut. So, jetzt bauen wir das Ganze und. Dann machen wir noch das zweite Gleis und dann können wir theoretisch wieder laufen lassen. Und mal erstmal hier fertig machen. Es sind noch ein paar Züge in der falschen Richtung unterwegs. Alles kaputt gegangen. Ich werde da wahrscheinlich mit Weichen irgendwie bauen müssen, dass die da wieder auf ihre eigentliche, auf ihr eigentliches Gleis kommen und ihr Ziel erreichen können. Wieso Trottel? Ich weiß nicht, warum das Spiel die auf das andere Gleis gesetzt hat. Diesen Zug hier zum Beispiel, der war eigentlich hier. Eigentlich war der genau hier. Aber gut, alles hat sich geändert. Die Welt ist im Wandel. So. Gut, das passt jetzt natürlich überhaupt nicht gut. Soll ich mal anhalten hier? Der kriegt ein Gleis darüber. Müssen wir gucken, ob das passt jetzt. Ob die Linien alle passen. Wahrscheinlich müssen wir auch noch ein paar Signale setzen. Ich habe ja, glaube ich, doch einiges abgerissen. Ich glaube, Moment mal, auch der hier, der Eduard, ist auf dem falschen Gleis. Der müsste eigentlich jetzt hier runterfahren.
So. Ja, es passt grundsätzlich. Wurde alles schön verteilt, also anscheinend ist alles da. Was? Achso, die Behörden reklamieren über die getrennten Straßenverbindungen. Ja, Entschuldigung, das machen wir doch. 563% Überlänge, die Reisezeit beträgt 2788 Sekunden. 420 Sekunden sind erlaubt. Ach nee, sag bloß. 420 Sekunden sind erlaubt als Reisezeit zwischen den Städten. Das ist ja interessant. Ja, da werden wir uns gleich drum kümmern. Was ist da los? Achso, ja, das ist dieses kleine Teil, was hier abgerissen ist. Das bringen wir in Ordnung, ich verspreche es, keine Sorge. Mal gucken, ob das hier so schon geht. So, bevor wir aus der Pause rausgehen, werden wir das da gleich machen. Da könnten wir eigentlich ein Dreieck hinmachen. Eigentlich könnten wir das machen. Dann haben wir keine Konflikte mehr. Voraussetzung wäre, dass. Oh, stopp mal. Dass auf diesem Dreieck Trams fahren können. So, schauen wir doch mal. Dummerweise, kann man da keine. Oder kann man da Busspuren machen? Ach. Elektrifiziert ja, Busspuren nein. Das ist der einzige Nachteil, den wir da hätten. Aber das könnten wir eigentlich machen. Sehr gut. Okay, wer reklamiert sich? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach so. Ah, da kommen wir jetzt nicht hin. Irgendwas ist auch immer. Okay, da wollen wir eine Autobahnauffahrt hin. So. Scheiße, das geht natürlich nicht mehr. Nee, ich glaube, die Busse werden wir anders daherfahren lassen. Das bringt hier nichts mehr. Die müssen wir anders darüber bringen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Was sind das jetzt hier alles für Folgen hier, für Probleme? Getreidebrot, das passt nicht. Aber wieso ist denn jetzt die Stadtverbindung noch getrennt? Ich glaube, das ist angeschlossen, oder? Wir lassen mal kurz fahren hier. Die trauen sich alle nicht so richtig, wissen nicht genau, wo sie hinwollen. Ibbenbüren legt jetzt los. Eduard wechselt scheinbar das Gleis. Ja, das tut er. Hupt ein bisschen protestierend. Gefällt ihm nicht so gut. Der hier setzt sich in Bewegung. Der hier traut sich nicht. Doch, der traut sich auch. Oh, ich bin so stolz auf dich. Wieso fährst du nicht weiter? Er hakelt ein bisschen darum. Gut, das liegt nicht am Zug, am Engelbert. Das liegt an meinem Rechner, glaube ich. Komm. Okay, das reicht. Sobald er rüber ist. Oh mein Gott, das dauert ja hier. Ist ja unglaublich. Gut, aber was ist denn jetzt hier mit dieser Verbindung? Wieso geht die denn nicht? Die funktioniert doch. Die Stadtverbindung. Ibbenbüren-Lippstadt. Ibbenbüren-Lippstadt geht nicht. Das kann doch nicht sein. Ibbenbüren ist hier, Lippstadt ist da oben. Es kann nicht sein, dass es so ein riesiger Umweg ist jetzt hier. Wir haben eigentlich sogar eine Abkürzung geschaffen. Hier ist die Autobahn. Das passt auch alles. Ach so, nein. Ach so, das ist kein echtes Problem. Ich erinnere mich, das war in der letzten Staffel auch so, dass das Spiel eben diese Fehlermeldung ausgegeben hat. Weil es eben diese Straße oder beziehungsweise diese Kreuzung nicht erkannt hat als durchgängig. Das müssen wir jetzt leider so lassen. Man kann da, glaube ich, in der Lua irgendwas machen, dass man hier diese Fehlermeldung wegmacht. Das ist ja kein Problem hier. Also ist ja durchgängig, ist ja da. Nur für das Spiel wirkt es, als wäre es nicht da. Und ich weiß, einige von euch haben sich dann in der letzten Staffel auch beschwert, macht diese blöde Meldung weg, das stört voll. Ich kann jetzt gerade im Moment nichts dran machen. Irgendwie kann man das ausschalten. Ich weiß gerade nicht mehr wie. Ich muss das mal googeln dann. Gut, aber das funktioniert. Also das funktioniert. Was jetzt noch nicht funktioniert, ist hier diese Haltestelle. Da müssen wir uns eine Speziallösung überlegen. Hier wollte ich ein Kreuz hinmachen. Ich denke, das werden wir auch gleich machen.
Das muss ich leider auch in der Pause machen. Sonst jammern alle. Es geht gar nichts mehr. So, jetzt haben wir großflächig alles abgerissen hier und bauen jetzt da mal das Kreuz hin. Ich hoffe, es passt. Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Das sieht wahrlich nicht gut aus, liebe Leute. Überhaupt nicht. Das ist nicht ganz das, was ich bräuchte hier. Jetzt tut's mir leid, ich hätte es lassen sollen. Das hätte ich wirklich lassen sollen. Ich glaube, das war vorher besser. Das passt da nicht gut hin. Also irgendwie werden wir da wirklich hässliche Knicke bekommen. Das passt echt nicht gut hin. Und irgendwas Besseres hier, was anderes haben wir da nicht. So, liebe Leute, ich habe nochmal neu geladen gerade, weil ich glaube, das ist schneller gegangen, als das Ding hier wieder neu aufzubauen. Ja, lass das einfach so, wie es jetzt ist. Werden da vielleicht ein bisschen dran rum optimieren. Das hier müssen wir natürlich noch regeln hier. Das geht natürlich nicht. Das müssen wir irgendwie in Ordnung bringen. Schließen wir erstmal das. Moment mal. Eigentlich brauchen wir diese beknackte Autobahn überhaupt nicht. Also, wir brauchen nicht die Kreuzung hier auf der Autobahn. Wir brauchen eigentlich nur die Verbindung zwischen dem Bahnhof und der Station. Das sollte ja wohl machbar sein. Die muss ja nur da sein. Und ich glaube fast, dass wir jetzt hier eine normale Station lieber hinmachen. Diese hier wird hier nicht funktionieren, glaube ich. Diese spezielle. Ist zwar gut und alles, aber... Entschuldigung! Oh nein, wie sieht das aus? Oh, wo steckst denn du fest? Armer Kerl. Gut, also da bauen wir eine ganz normale hin. Döp, 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 döp. Sieht natürlich nicht ganz so schön aus, aber die müsste eigentlich besser funktionieren. So, ist so die Frage, wie wir das machen. Die LKWs sollten vielleicht einen Spezialweg bekommen. Die sollen nicht hier über das normale Kreuz fahren müssen, unbedingt, weil da immer wieder Stau ist. Die müssen irgendwie einen Spezialweg bekommen. Man hat es nicht einfach. Okay, ich weiß auch nicht. Stehen sie natürlich da blöd rum. Ich glaube, ich kann nicht entscheiden, wie wir das hier weiter ausbauen. Oh, Mist. Wir machen das jetzt mal einfach irgendwie. Das ist halt einfach irgendwie passt. Werden wir vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen rumschrauben irgendwie. Gut, wir machen, dass es irgendwie passt. So, jetzt brauchen wir noch zwei Straßenzugänge, damit das irgendwie verbunden ist. Ich bin selbst nicht wirklich glücklich damit jetzt, aber es muss halt irgendwie passen. Sieht unmöglich aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mache das auch nicht mit Absicht so. Es muss halt nur passen. Ich möchte jetzt gerne den Verkehr weiterlaufen lassen. Passt das? Es passt noch. Es passt gerade so noch. Ich wette, da wäre nicht mehr viel Platz. Es passt gerade so, verbinde den Bahnhof und den Bauernhof. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen das ein bisschen größer. Besser das mal ab. Und fügen noch Güterplattformen dahin. Eigentlich reicht ja auch nur eine Plattform. Straßenzugang in diese Richtung. Gut, also ich will jetzt, dass die dann hier runterfahren und da hochkommen irgendwie. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich will natürlich auch nicht, dass wir jetzt hier Linksabbieger bekommen. Das heißt, ich werde hier keine, ich werde nicht diese Straße hier einfach als D-Kreuz so dahin machen, sondern ich werde das irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht leiten wir sie von hier irgendwie ab, dass sie hier rumfahren irgendwie da drauf. Das sieht aber echt bescheuert aus, wirklich. Da werden wir vielleicht irgendwas machen müssen. Es sieht alles hier blöd aus. Ich weiß, ich bin mir der Sache bewusst hier. Ich hoffe, das ist angekommen, dass ich wirklich unglücklich bin. Es muss erstmal nur funktionieren. So, und jetzt
gabeln wir das. Oh nein. Oh nein, das ist so schrecklich. So, da packen wir die drauf. Vielleicht kriegen wir sie irgendwie auch mit runter. Nein. Oh nein. Es muss ja erstmal nur funktionieren. Wir kümmern uns später darum. So. Aua. Ja, ich weiß. Es sieht fürchterlich aus. Tut mir leid. Okay, die Linie müsste jetzt aber funktionieren. So, jetzt müssen sich erstmal alle neu orientieren. Die Züge auch. Ich habe ja gerade nochmal neu geladen. Da warten wir jetzt, bis die alle ihre Weichen überquert haben und da sind, wo sie hingehören. Solange können wir hier schon mal ein bisschen verbessern. Diese Klippe lassen wir hier, glaube ich, weil es einfach gut passt für den Tunnel, aber wir werden es hier ein bisschen absenken. Zumal ja auch die Autobahn hier noch weitergehen soll. Das schaffen wir wahrscheinlich heute in der Folge nicht mehr. Die soll dann noch weiter Richtung Hedstedt darüber gehen. Das wird auch wieder ein Spaß. So. Das wird schon werden. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob das hier was bringt hier mit dieser Riesenkreuz. Oh, das geht hier nicht so gut. Okay. Ich denke, es ist gerade so ganz gut in die Landschaft integriert. Oh. Es sieht jedenfalls okay aus. Das hier ist natürlich wirklich nicht schön. Oh. Aber ja, es funktioniert. No. Also das hier ist wirklich ein Gerümpel. Das sieht schlimmer aus als in der Garage des Urgroßvaters, der da seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgeräumt hat. Schrecklich. Ja, da werden wir uns was ausdenken müssen. Und ich weiß nicht, warum ich hier das zweispurig gemacht habe. Weil ich, weil jetzt eine Ampel entstanden ist? Nee, ist es nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier zweispurig gemacht habe. Eigentlich reicht da eine Spur aus. Wo wollt ihr denn hin, ihr Trottel? Mal da auch die Autobahnauffahrt. So. Ja, wir haben jetzt einige orientierungslose Bürger hier, glaube ich. Das werden wir, oh Gott, das werden wir in nächster Zeit wirklich noch ein bisschen verbessern wollen, müssen, können, dürfen. Und hier haben wir schon die ersten, die hier abbiegen wollen. Das ist gut. Das freut mich sehr. Ich bin gespannt, ob sie diese Umgehungsstraße annehmen werden. Okay, wir haben nur diese eine Fehlermeldung. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich danach schaue. Oh mein Gott, was für ein Ungetüm hier. Und hier haben sie jetzt gerade so viel Stau wegen dieser... also ja, ein Kreuz wäre wirklich besser. Aber solange wir das Kreuz nicht irgendwie biegen können, weil wir brauchen ja einfach eine Biegung. Komisch. Also man sollte eigentlich meinen, es hätte da besser hingepasst. Aber es war einfach, glaube ich, nicht machbar. Gucken wir da nochmal drauf hier. Das hätte ich vorher mal ausprobieren sollen. Vorher mal anschauen müssen. Ja, also ich weiß, ich... Nee, also ich... Ja. Also es sieht eigentlich so aus, als würde es gehen können. Jetzt sieht es so aus, aber als ich es vorher ausprobiert habe, hatte ich das Gefühl, es klappt nicht. Vielleicht werde ich es nochmal probieren. Nächstes Mal oder so. Weil das hier möchte ja wirklich keiner sehen hier. Gruselig. Ja, und hier ist es wirklich schlimm. Vielleicht... Ach, keine Ahnung. Wir probieren das vielleicht mit dem Kreuz immer. Und wenn es nicht klappt, müssen wir vielleicht irgendwie was mit dem Kreisel machen. Oder wir müssen das insgesamt vielleicht ein bisschen ändern. Oder irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas muss ich da tun.
Es ist wirklich nicht so schön. Gut, jetzt kann man die. Oh, da hält ja noch ein Zug an. Der Helmut, Entschuldigung. Der hält hier alles auf. Jetzt kann man die ganzen Weichen abreißen, die ich da noch hingemacht habe. Die Züge haben das Ganze unbeschadet überstanden. Oh. Ja. Mehr oder weniger. Hängen sich hier so ein bisschen auf den Fersen jetzt alle. Oh. Du meine Güte. Die hängen sich ja echt auf den Fersen hier. Was ist da los? Einer nach dem anderen. Vielleicht nochmal ein Signal dahin. Ja. Ach, ich weiß jetzt auch nicht. Okay, na gut. Also wir haben jetzt unsere Autobahn hier. Das ist für alle, die gar nicht, die von hier oben aus Worms kommen oder sogar noch weiter im Norden und gar nicht nach Lippstadt wollen, mit Sicherheit eine Alternative, wenn sie da runterfahren und nach Ibbenbüren fahren wollen zum Beispiel. Ob es auch eine Alternative ist, um nach Rauenheim zu fahren, also hier weiter, weiß ich nicht. Und ich glaube fast auch nicht, dass dieses Teilstück gut für diejenigen, also das werden wir noch bauen, gut für diejenigen ist, die von Lippstadt nach Rauenheim wollen. Oder nach Hettstedt, weil das ein Umweg ist. Die fahren normalerweise jetzt hier den direktesten Weg, die direkte Ortsverbindung. Das wird die natürlich kürzer, als wenn sie erstmal da runterfahren. Auch wenn es schneller gehen würde. Das machen die, glaube ich, nicht. Aber es ist auf jeden Fall für die von Ibbenbüren kommen und eben da hoch wollen, glaube ich, eine gute Alternative. Weil die sich dann den Weg sparen, da hoch, da durch Raunheim irgendwie durch. Wobei, ach, man weiß es nicht. Wir werden mal gucken, wie das so funktioniert. So. Schauen wir, ob da, wie viel da schon unterwegs ist. Nicht so wahnsinnig viel. Ja. Na gut, also das werden wir in nächster Zeit ein bisschen beobachten müssen, was hier passiert. Wie sich das einpendelt. Wunderbar. Dann gucken wir noch ganz kurz. Oh. Achso, da stehen Signale im See. Der Michi hatte gesagt, das ist eine U-Bahn-Waschanlage hier. Ich habe ja da den Tunnel gebaut. Und mitten im See ist der Tunnel an die Oberfläche getreten, also an die Erdoberfläche, durchs Wasser gefahren und dann wieder in den Tunnel. Das war auch ganz nett. Was ist mit dem hier? Die Bismarck ist halbwegs geladen. Sehr schön. Liebe Leute, wir hören auch gleich schon auf. Wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Aber wir gucken mal ganz kurz, sofern das Spiel mich lässt hier, wie es denn hier unten aussieht mit dem Transport hier. Da liegt Kohle an, das ist sehr gut. Dafür hat wir gesorgt, dass hier Kohle runtergebracht wird. Zwei Stück. Wahnsinn. Stahl wird nach oben transportiert. Ja, na gut. Da liegt mittlerweile ein wenig Öl. Das ist gut. Da müsste vielleicht die Kapazität mal vergrößern. Der Heinrich ist unterwegs. Zwei Heinriche, oder? Ach nee, wir haben ja nur einen. Genau, das sind zwei Linien. Ich erinnere mich. Ja, den können wir gerade verklonen hier. Ich hoffe, das klappt. Ich habe jetzt keine Ahnung, von wo der kommt. Heinrich, der Zweite. Ah, stimmt. Ich habe ein extra Depot aufgebaut. Sehr schön. Und hier der, wer auch immer das ist, der Richard. Achso, der fährt jetzt gerade zurück hier. Stocker Nord holt Öl. Er hat die Kapazität von 120. Ach Gott, das ist aber niedlich. Ich glaube, den werden wir auch gerade verklonen. Richard, der Zweite. Ah, hör auf, wo willst du hin? Okay, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bitte werft mir einen Kopf, wie grausig das aussieht hier. Wie wir das lösen wollen, weiß ich noch nicht. Vielleicht können wir hier auch diese vorgefertigten Kreuzungen hier nutzen. Da haben wir diese feinen Teile. So was hier. Das wäre vielleicht genau das Richtige. Da werden beide auf unterschiedliche Fahrbahnen geleitet. Vielleicht funktioniert's. Müssen wir mal gucken. Passt natürlich hier nicht so wahnsinnig gut hin, aber das wäre genau das, was wir brauchen, glaube ich, dass sich da welche einfädeln können. Das Einfädeln ist ja hier genau das Problem. Ja.
Oder? Das wäre auch nicht schlecht. Ja, das ist das Falsche. Gut, wir werden mal gucken. Vielleicht fällt mir dann was ein, vielleicht kriegen wir dann irgendwas hin. Ich bin guter Dinge, dass wir das besser machen können hier. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Eure Lucida. Tschüss. Och, die nutzen die falsche Plattform. Ihr seid so Trottel, echt.